So Leute, das sind wir wieder zurück nach kurzem Absturz, mitten in der Schießerei. Keine Ahnung, das Spiel ist gerade kurz abgestürzt gewesen. Angeblich war es der Map-Editor, der gerade abgestürzt ist, wieso auch immer. Na, komm schon. So. Aber wir hatten ja direkt einen Speicherpunkt, von daher kein Problem. So. Einer bleibt noch. Wow. Wow. So. So. Volltreffer, würde ich sagen. So. Komm schon, Vito. Ah, den brauchen wir nicht zu erschießen. Alter Schwede. Gottes Willen, Vito, renn doch mal ein bisschen schneller. Was haben wir denn hier? Schrotflint. Schrotflinte! Boah, Alter. Erstmal nachladen. So, komm. Wow. Na, komm. Okay. Okay, wir nehmen doch lieber die Pistole auf die Entfernung. So. So, erwischt. Munition nehmen wir mit. Die ganzen armen Leute, die hier arbeiten, meine Güte. Scheiße. Boah, alter Schwede. So, nehmen wir auch mit. Okay, drück den Knopf wieder. Auf geht's. Nach oben. Was zum Teufel soll das? Ich hab Durst. Verdammt gutes Zeug. Wollte ich auch mal probieren. Ich sauf nicht beim Arbeiten. Ist auch besser so, glaube ich. Beeinträchtigt wahrscheinlich ein bisschen die Zielgenauigkeit. Da kommen sie! Boah! Alter! Alter! Was erwartest du von mir? Die fallen aus vollen Rohren. Bitte, mach was. Bin dabei, Mann. So. Aber jetzt können wir hier hoffentlich mal eins von diesen, ja, netten MGs mitnehmen. Los, das Schwein ist da oben. Und Munition natürlich noch. So. Dann holen wir uns hier den Fetzer. Fuck. Alter. Scheiße. Das ist der Vito. Alter, willst du mich verarschen? Wir haben sie alle erwischt. Damit nimmt der Baller auf die Erde. Schnauze, Joe. Alter. Ich muss mir merken, in dem Spiel ein bisschen besser aufzupassen. Aus dem. Jetzt kommt das Killing endlich. So, gut so. So, Deckung. So. Das fette Schwein darf uns nicht entwischen. Muni nehmen wir mit. Okay, du zuerst, Vito. Du bist doch der verdammte Kriegsheld. Los, wir geben dir Deckung. Ja, 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 ja. Eins nach dem anderen. Zack. Schlagen wir dich, Feldranst. Leb wohl. Joe, rennen wir nicht im Schussfeld rum. So. Schwere Fehler, das glaube ich nicht. So. Oh Scheiße, pass auf! Oh Mann, ey, dass sie hier alles anzünden müssen. Oh Mann, ey. Verdammt, der ganze Laden brennt. Was für eine Schnaps. Na, komm her. So. Den hat's erwischt.
So, Gott sei Dank ist der Schrotflinte auf die Entfernung unglaublich unpräzise. Hier haben wir nichts mehr, ne? Komm schon, Vito, wir müssen weiter! Hoch ist das? Magazin nehmen? Oh, hallo! Was? Magazin? Ach, ja, natürlich! Ich erinnere mich! Special Ability, nee, nicht Ability. Was man in diesem Spiel noch machen kann. Jetzt sind wir auch eine Auszeichnung kriegt. Geld weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall... Alter, ist es hier gerade laut. Ist hier die Playboy-Magazine aus dem... Die Original-Playboy-Magazine aus dem Jahren... Aus den Jahren 1950 zu sammeln. Die hier überall verteilt liegen. Wieso ist der blau? Ja, setzt die Leichenstarre aber schnell ein. Leb wohl, werter Freund. So. Bye, bye. So. Der hat noch eine Schrotflinte dabei, den nehmen wir mit. So. Knopf drücken. Und auf geht's. Und diesmal nicht blöd um die Ecke rennen. Was zum Teufel soll das? Ich hab Durst. Verdammt gutes Zeug. Soll ich auch mal probieren. Ich sauf nicht beim Arbeiten. So. Da kommen sie! Oh. Boah, scheiße! Ah. So, Nummer 1. Komm schon. Bleibt nur einer. Man gebe mir sofort die Waffe. So. Los, das Schwein ist da oben. Mhm, ist es. Erstmal warten, bis er nachladen muss. So. Ui. Ja, ich sehe schon. Ich freue mich schon drauf, dich umzulegen. Na? Das ist wohl eine Pattsituation hier. Jetzt nicht mehr. So, na Freunde, kommt ihr auch mal hoch. Lasst mich am Leben! Ich habe eine Frau! Bitte! Du hast mich! Deine Frau, ich mache auch alles, was ihr wollt! Aber bring mich nicht um! Oh Gott, oh Gott! Einen schönen Gruß von Don Clement. Verdammte Scheiße. Wichser! Henry, okay. Alles okay? Wo hat's dich erwischt? Scheiße, gar nichts ist okay. Er hat mir ins Bein geschossen. Schöne Scheiße. Scheißke. Du blutest ja wie ein Schwein, verdammt. Nicht zu El Greco. Dem scheiß Maler? Nein, dem scheiß Arzt, du Idiot. Okay, ganz ruhig. Wir bringen dich gleich hin. Der Grieche. Er wohnt in Heilbrook. Mama mia, du bist ja schwerer, als du aussiehst. So, verlasse die Brennerei. Er hat mir fast die Eier weggeballert. Ach was. Der Schuss ging meilenweit daneben. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Komm schon, Vito, er blutet wie ein Schwein. Mach endlich! Ja, dann lauf doch! So. Hey, Vorsicht! Das tut weh. Ich dachte schon, jammern, sonst lass ich dich fallen. Was ist hier denn passiert? Ich bin derjenige, der hier verblutet. Nein! Bitte, Alter. Ich will nicht sterben! Ich auch nicht, also lass dich in Ruhe. Abmarsch, Vito, oder willst du hier auf bessere Zeiten warten? Fahrstuhl ist Schrott. Nee, da können wir nicht lang, da müssen wir da hinten lang. Alter! Was zur Hölle?
dunkle Schuppen bricht zusammen. Was machen die hier auch? So. Alter. Wo bleibt ihr denn? Beweg dich, Joe. Beschwer dich nicht, du Glückspilz. Scheiße, ey. Alter. In der Brennerei ein Feuer, das ist überhaupt nicht gut. Ganz und gar nicht ist das gut. Alter. Ja, ich bin ja dabei. Alter Schwede. Am besten nicht in Berührung mit dem Feuer kommen, wahrscheinlich. Vorwärts. Und raus hier. Und auf zu El Greco, so wie es sich anhört, kommen die Bullen. So. Wenn ich drauf gehe. Hey, sag sowas nicht. Das ist nur ein Kratzer. Der Doc flickt dich im Handumdrehen zusammen und dann gehen wir einen heben. Nein, wirklich. Sei lieber still, da sparst du deine Kräfte. Hab ich mal. Dieses Fahrzeug wird von der Polizei gesucht, natürlich. Was ist mit dem Mann im Film passiert? Abgekratzt. So. Folge bewaffneten Täter. Ich werde sofort schießen. Scheiße, wir haben ja kaum Zeit. Alles klar. Nein! Meine Großmutter. Ja. Ey, deine Großmutter muss dann aber echt gut fahren. Scheiße, ey. Gerade keine Zeit für Witze. Alter, kann man vielleicht einer rausschießen oder so von uns? Schieß gefälligst, Joe. Alter, die Polizei ist dann auch noch viel schneller als wir. Oh, ist das gut, ey. Na, komm jetzt aber. Ein Viertel der Zeit ist schon rum. Du musst doch aufpassen, dass der Dings nicht stirbt. Nein, geht's hier nicht, Mann. Halt die Backen. Also schnell ich kann. Fuck you! Mach dich locker, Mann. Ich hab ein Mordsloch im Bein und du sagst, ich soll mich locker machen? Fahr nicht zu El Greco, verdammt. So. Die Bullen hätten wir abgeschüttelt. Nein! Ach komm. Also, wer ist der Typ eigentlich? Welcher Typ? Der, zu dem wir Henry bringen. El Greco? Ein Arzt. Gib ihm ein paar Kröten und er flickt dich zusammen. Ohne lästige Fragen. Zu dem Kerl geht man, wenn man nicht ins Krankenhaus kann, du Genie. Warum sollte man nicht ins Krankenhaus können? Wenn du im Krankenhaus mit einer Kugel im Leib auftauchst, rufen die doch sofort die Bullen. Ja. Und El Greco arbeitet für viele Jungs aus unserer Branche. Du wirst ihn aber wohl nicht brauchen, Vito. Bei dir verhält es immer sehr schnell. Muss an deiner Ernährung liegen. Das stimmt. Gute Ernährung und die Wunden verheilen schneller, wenn man mal angeschossen wird. Natürlich. Aus dem Weg. So. Hey Henry, nicht einschlafen. Halt durch. Ja. Halt durch, komm. Wir sind gleich bei El Greco. Nein. Fick dich. Oh, da hat aber eine gute Nase, wenn er das jetzt schon riechen kann. Polizei hier auch ohne Rücksicht auf Verluste einfach durchballert. Mann, der wohnt aber auch am letzten Zipfel der Welt. Komm schon, schneller! Gottes Willen. Ah, da ist er. Werden wir jetzt automatisch die Bullen links los, oder? Ja, ich versuch's ja. Hau ab, Polizei. Und rein. Jawohl! El Greco, der Arzt? Nein, ich bin El Greco, der scheiß Maler. Unser Freund braucht Hilfe. Er verblutet. Danke, Doc. Sie haben was gut bei uns. Schafft ihn rein. Macht schon. Wartet. Hier für dich, für den Job. Nimm es. Das kann doch warten. Na gut. Hey, danke für alles. Halt die Ohren steif. Nur ein Kratzer. Ich bleib bei Henry. Wir treffen uns dann bei mir. Gut.
Du hast genug Geld, um die Schulden deines Vaters zu tilgen. Besuche deine Schwester. Das klingt doch gut. Das Auto hier zischt schon wieder. Ich glaub's nicht. Dieses Fahrzeug wird von der Polizei gesucht. Oh. Okay. Und ich bin immer noch wanted. Wir müssen zu einem Bekleidungsgeschäft. Oh. Passt ja. So. Stopp. Stopp. Los, Lady. Raus aus dem Auto. So. Und rein da. Und weg hier. Ich meine, ist das Fahrzeug jetzt nicht gesucht. Das heißt, wir können jetzt gemütlich... Oder nicht allzu gemütlich vielleicht zum Kleidungsgeschäft fahren und uns dann da neu einkleiden. Schon wieder. EDLT Delta Radio. I'm Walt Williams breaking into the blues for a story coming to us from Sand Island. The Misery Lane Distillery is in flames. Hm. Ich denke, ich mache dann jetzt auch gleich mal eine kleine Aufnahmepause, sobald wir die Polizei los sind. Und dann... sehen wir uns dann wieder in der nächsten Aufnahme, aber ich kaufe auf jeden Fall jetzt erstmal noch Kleidung hier. Guten Tag. Bist du ein Perversling oder sowas? Diese Qualität ist ihren Preis Nein, wert. Nein, Perversling, ach was. Regenmantel, komm, wir nehmen mal einen normalen. Nehmen wir einfach mal einen Regenmantel in einer anderen Farbe. Nehmen wir jetzt einfach mal den hier. Alles handgenäht. Für Sie nur das Beste, Sir. So, nicht schlecht. Und schon sind wir nicht mehr gesucht. Sehr schön. Huch. Hey. Hey. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sag mal. Jetzt komme ich hier nicht durch. So, jetzt. So, und dann fahren wir noch. Komm, den Tag beenden wir jetzt einfach noch. Das kann ja nicht schaden. Das müsste es dann ja auch schon gewesen sein. Hoffe ich, denke ich. Dann können wir endlich die Schulden unseres Vaters tilgen. Und unserer Familie aus der Patsche helfen. Mich würde natürlich mal interessieren. Mafia 1 habe ich ja auch nie gespielt. Ist auch schon ein etwas älteres Spiel. Aber Protagonist muss natürlich jemand anderes gewesen sein. Aber hängt es dann damit zusammen? Na, ich muss mal schauen. Vielleicht kann ich ja Mafia 1... Vielleicht werde ich ja Mafia 1 danach auch noch let's playen. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Ich habe mir ja mittlerweile angewöhnt, zuerst die neuesten Fortsetzungen zu spielen und dann die alten Games, die vorne dran kommen. Oh. Und ich habe mich auch dran gewöhnt mittlerweile. Überall vorbeizufahren. Oh Mann. Komme ich denn da hin? Ach, da komme ich denn aus dem Weg. Diese Leute, ehrlich. Immer müssen sie einem im Weg rumstehen. So. Trautes Heim, Glück allein, hm? Bin zu hoch, oder? Oh, das bin ich, ja. Vito, hey, wie geht's dir? Nein, nein, ich bringe euch nur das Geld, um Papas Schulden zu zahlen. Oh, Vito, das ist toll. Ich wollte sehen, ob ich's nicht in Raten abstottern kann. Ein bisschen was habe ich schon zusammen. Er würde uns doch nichts tun. Da wäre ich nicht sicher, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Wo hast du das viele Geld her, Vito? Du hast doch nichts getan, was dir leid tun müsste. Hey, keine Sorge, alles bestens. Danke, Vito, danke. Schon okay. Ich hau wieder ab, ich will nicht, dass Mama mich sieht. Sie wird auch fragen, woher das Geld ist. Keine Angst, ich lass mir was einfallen. Okay. Gib ihr einen Kuss von mir. Mach ich. Pass auf dich auf, Vito. So, minus 2000 Dollar und wir haben unsere Familie rausgeholt aus dem Schuldensumpf, könnte man sagen. Wobei es eigentlich noch gar nicht sicher. Wir haben ja einen dieser Schläger von dem Schuldeneintreiber zusammengeschlagen am Anfang des Spiels. Ja, ich hoffe mal, dass uns der das nicht so übel nachtragen wird, dass wir ihm am Anfang ganz schön eine gescheuert haben. Hallo? Wieso kann ich nicht einsteigen? Geh nach Hause. Ja. Steig schon aus.
So, raus. Bye, bye. Och, komm schon. Willst du mich verarschen? Alter. Personenkampf auf Straße. Natürlich. Verstanden. Ja, natürlich verhaften sie jetzt wahrscheinlich nur mich. Mann, ich schieße. Leck mich. Ach, komm, egal. Ja, komm jetzt mal hin. Hey, ihr zwei, sofort aufhören. Ich ja, der rennt jetzt weg, oder was? Haben. Ist ja gut. Ich könnte jetzt das Polizeiauto klauen. Autodiebstahl im Gange. Wir nehmen der Verfolgung auf. Ach, Spinne, lass mich in Ruhe. Weg! Mach gefällig die Augen auf! Oh. So, perfekt. Und das Auto wird nicht mal gesucht, umso besser. Ach komm schon. Eieiei. Ich beende jetzt noch den Tag und dann mache ich auf jeden Fall mal eine kleine Aufnahmepause. Und? Aber ich dachte, man kann ja jetzt so schön drüber jumpen. Aber nein. Dafür ist das Auto definitiv zu schwerfällig. Aus dem Weg, aus dem Weg. Ach komm schon! Willst du mich verarschen? Oh, ja. Komm. Strafzettel, egal, komm her. Mach hin, besser als jetzt Polizeiverfolgungsjagd. Das wird was kosten, Sir. Ja, von mir aus. $50 kann ich mir leisten. 50, Moment mal, $50, das ist ja scheiße teuer. Danke, Officer. Tu dir selbst einen Gefallen und lass das in Zukunft. Na, lass mich kurz überlegen. Eher nein. Darf ich? Sehr freundlich. So. Hey, pass bloß auf. Aus dem Weg. Und ab in die Wohnung. Wieder in den dritten Stock. Und die Tür wieder zu, komm. So. Und erstmal was essen. Komm, jetzt können wir echt mal was essen. So, ein Klassiker mit Schinken. Yam, yam, yam. Köstlich, köstlich. So. Und ins Bett legen. Kapitel 6. Gut genutzte Zeit. Little Italy, 26. Februar 1945. Vito Scaletta? Ja? Was wollen Sie? Ich verhafte Sie wegen illegalen Verkaufs von staatlichen Rationsmarken. Mitkommen! Einer von der Tankstelle hatte mich verpfiffen. Sie haben Mama so lange zugesetzt, bis sie verraten hat, wo ich bin. Aber sie wussten nicht, für wen ich arbeite, und ich hielt die Klappe. Henry besorgte mir über Don Clementi einen Anwalt. Ich saß schwer in der Scheiße. Obwohl, wenn die Bullen wirklich über mich Bescheid gewusst hätten, wäre es noch schlimmer gewesen. Als besonders schwerwiegend, angesichts der Tatsache, dass sie den Staat um Ressourcen betrogen haben, zu einer Zeit, in der unser Land sie am dringendsten benötigt. Mr. Scarletta, Sie als hochdekorierter Kriegsveteran. Der Mann war gut, aber nicht mal er konnte mich rausbauen. Der Fall war von Anfang an klar. 3 Monate später wurde das Urteil gefällt. Vittorio Antonio Scaletta. Für Ihre Straftaten gegen die Bürger dieser Stadt und dieses großartigen Landes verurteilt Sie dieses Gericht hiermit zu 10 Jahren Haft in einem Bundesgefängnis.
Der Bundesknast. Diebe, Mörder, Kinderschänder, hier war alles vertreten. Der Abschaum der Menschheit. Los, in einer Reihe aufstellen! Bleibt genau hinter mir! Und bloß keine Dummheiten! Okay. Wir kommen jetzt also ins Gefängnis. Oh Mann. Sieht ja wirklich vertrauenserweckend aus hier. Na klar, dass irgendwann unsere Taten Konsequenzen nach sich ziehen. Aber dass es so schnell kommt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und die sind hier ja alle richtig begeistert, uns zu sehen. Willst du Ärger machen, du Hurensohn? Tut mir leid. Was ist? Du nicht sprechen unsere Sprache? Ich bring sie dir bei. Was ist los? Gefällt dir das, du perverses Schwein? Los, steh auf und schieb deinen Arsch wieder in die Reihe. Jetzt bald! Hey, Blödmann, ich sag's nicht zweimal. Ab in die Reihe! Vorwärts! Natürlich. Stehen bleiben! Und rechts um! Da ist rechts! Sperrt die Lausche auf, ihr Arschlöcher! Mein Name ist Captain Terence Stone und das hier ist mein Gefängnis. Ihr seid hier drin gelandet, weil ihr keine Ahnung davon habt, wie man sich draußen anständig benimmt. Damit eins klar ist, euer Arsch gehört ab jetzt mir. Und ihr macht, was ich sage, oder ihr werdet es bitter bereuen. Wenn mir einer von euch dumm kommt, wird er sich wünschen, er wäre nie geboren worden. Ihr seid hier, damit euch jemand zeigt, wie man ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft wird. Und das machen wir. Okay, ihr Arschlöcher. Wir nehmen euch jetzt die Handschellen ab und dann schrubbt ihr euch mal den Grind vom Leib. Und jetzt im Gänsemarsch mir nach. Willkommen beim Friseur, Ladies. Ihr werdet gleich verflucht scharf aussehen. Hey, ich auch? Bei mir kann man nichts mehr abrasieren. Halt's Maul, Glatzkopf! Okay, Abmarsch. Ey, du Saftsack, tu, was man dir sagt. Ja, wird gemacht, wird gemacht. Tu, was die Wachen sagen und geh den Flur weiter entlang. Hör zu, bin ich mal gespannt. Süße. Wenn du nicht tust, was man dir sagt, stecken wir dich ins Loch. Mir nach. Folge der Wache. Oh Mann. Scheiße, wo sind wir da nur reingeraten? Willkommen im Trautenhaus. Oh, da war eine Ratte. Licht aus! Und keinen Mucks, ihr Arschlöcher! Sonst lernt ihr mich kennen! Benutze das Bett in deiner Zelle. Doch bevor ich das jetzt mache, mache ich mal an dieser Stelle eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns gleich wieder bei Let's Play Mafia 2. Bis dann, euer Fennec.